Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich mit euch Ofenpalatschinken und zwar süße Ofenpalatschinken. Die gehen einfach, schnell, super leckeres, entweder Mittagessen, wenn es schnell gehen muss mit den Kindern oder am Abend nur ein kleiner Snack, wenn es nicht mehr viel braucht. Es ist einfach super, die Kinder lieben ihn. Ihr rührt euch alles zusammen, schmeißt es in den Ofen, verfeinert es mit leckeren Früchten und fertig ist das Essen. Ich mache jetzt wirklich einfach einen Palatschinkenteig, ganz, ganz einfache Masse. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir legen am besten gleich los. Ich habe mir jetzt vorbereitet, nur genau ganz wichtig dazu, nur ich habe mal den Ofen vorgeheizt auf Ober-Unterhitze 200 Grad. Und ein Backblech mit Backpapier belegt, Standardgröße, also es ist eher ein größerer Ofen, den ich habe. Wenn ihr jetzt ein kleineres Blech habt, ich schreibe euch die Maße von meinem dann gerne rein, nehmt einfach ein Drittel weniger vom Teig, dann habt ihr genau für euren Ofen die passende Menge. So, anfangen tue ich mit der Butter. Die kommt einfach in den Topf und wird für eine Minute auf 80 Grad, Stufe 1 geschmolzen. So, jetzt kommt zu der geschmolzenen Butter die Milch. Und das Mehl. Und jetzt werden einmal Butter, Milch und Mehl für 15 Sekunden auf Stufe 3,5 miteinander vermischt. So, ihr habt ja Dinkelmehl drinnen. Wichtig ist in dem Rezept jetzt einfach, wenn ihr auch Dinkelmehl verwendet, dass ihr wirklich nicht lange rührt. Und das hat jetzt aber nicht nur mit Dinkelmehl zu tun, sondern auch für die Eier. Drum habe ich jetzt die Eier jetzt noch nicht dazugegeben. Das heißt, wir haben uns jetzt einmal eine Mehl-Milch-Mischung gemacht. Die schon mal eben glatt gerührt. Und da kommt jetzt der Rest dazu. Und zwar einmal die Eier. Vanillezucker und eine Prise Salz. Ein bisschen Staubzucker und ein Teelöffel Backpulver. Und jetzt wird das Ganze nun mal für 12 Sekunden, diesmal auf Stufe 4, auch nochmal richtig schön zum Teig vermengt. So, wir sind fertig. Ihr gebt diesen Teig dazu einfach nur mal so richtig schön durch und schaut, ob noch irgendwo Mehlklümpchen sind. Dann würdet ihr einfach nur mal circa 10 Sekunden Stufe 3,5 nachstellen, aber nicht mehr. Bei mir schaut es jetzt schon sehr gut aus. Was ich aber immer tue bei Palatschinkenteig, so, jetzt habe ich es nur nicht hergerichtet. Auch wenn ich Palatschinken so mache, witzigerweise, ich siebe mir den Teig einfach immer durch ein Sieb nochmal. Und das mache ich in dem Fall jetzt auch. Sieb den durch und einfach direkt auf das Backblech mit Backpapier. Von der Menge her wirklich euren Ofen mit einberechnen. Also da müsst ihr wirklich schauen, dass es nicht meine Menge macht und einen kleineren Ofen habt, sonst ist das Blech ja zu klein. So, und jetzt zeige ich euch da gleich was. Es bleibt nämlich da so ein bisschen was über. Und das passiert mir jetzt auch bei Palatschinkenteig, egal ob im Thermomix oder früher schon, völlig egal. Das ist mir immer passiert. Und das will ich einfach da nicht drinnen haben. Und deshalb habe ich da jetzt meine wunderschöne Masse. Der kommt jetzt bei 200 Grad vorgeheizt, bitte,
Oberunterhitze in den Ofen. Die Heidelbeeren, die ich da habe, die gebe ich nicht jetzt gleich drauf, ansonsten würden wir die einfach im Teig versinken, sondern ich stelle mir einen Timer auf 10 Minuten und nach diesen 10 Minuten kommen die Heidelbeeren drauf. Ihr kennt es natürlich auch noch, ich habe ein paar Erdbeeren, ja, da ist zwar nicht Saison, hat man aber jetzt gedacht, einfach fürs Video, ich zeige euch das, ihr könnt ein paar Erdbeeren, ihr könnt Heidelbeeren, ihr könnt das saisonal einfach bedecken, belegen mit Beeren. Also jetzt bitte nicht, nicht Äpfel und so, das wird in dem Fall von der Zeit her zu wenig sein. Genau, 10 Minuten backen, anbacken, dann die Früchte eurer Wahl drauf, die Beeren eurer Wahl drauf verteilen und dann nochmal 10 bis 15 Minuten backen, bis er ein bisschen Blasen wirft und einfach auch schön bräunt und dann ist er fertig, unser Ofenballerchinken. Ah, Backrohr öffnen, haha. So, also, der Ofenpalatschinken ist jetzt fertig. Er wirft im Ofen wirklich Blasen. Also die sind jetzt, das war richtig hoch. Das ist, dann wisst ihr, es fertig. Das ist, fällt natürlich dann jetzt, wenn man rausgibt, fällt das wieder so ein bisschen zusammen. Aber es ist so fluffig, luftig und ich freue mich jetzt schon so richtig drauf, den jetzt dann zu verspeisen. Und ich werde mir den jetzt einfach nur noch dekorieren. Zum einen seht ihr, ich habe jetzt auf die Erdbeeren da drauf verzichtet, ich habe ein paar zur Deko. Man muss definitiv in dieser zu dieser Jahreszeit keine Erdbeeren kaufen. Aber ich habe jetzt, so, wir haben da jetzt da einen Staubzucker, den gibt es einfach nur da drüber, mit den Heidelbeeren, die so richtig auf dem Teig, also das war mein Ziel, dass ich es auf dem Teig habe und nicht irgendwie da drinnen und die dann weg sind. Daher, so, und jetzt schneide ich das an. Mega. Mega, mega, mega. Ihr könnt es natürlich auch in Stücke zerfleddern, zerreißen, dann habt ihr so eine Art Kaiserschmarrn, aber muss man auf keinen Fall. Runterheben, aufpassen, dass euch die Heidelbeeren nicht davon flutschen. Und wenn das nicht einfach nur gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Er geht voll schnell, weil wer mag immer einfach irgendwie die Palatschinken rausbacken in der Pfanne. Es geht ultra schnell, ist echt eigentlich auch jetzt gar nicht so mega ungesund, super lecker. Und die Kinder werden es euch aus die Hände reißen. Wir müssen auch schauen, das Blech ist echt schnell weg, witzigerweise. Aber er hält sich ab bis am nächsten Tag super. Das heißt, ihr könnt ihn auch stehen lassen und ja, einfach genießen. Ihr könnt Apfelmus dazu servieren. Ihr könnt, das ihr natürlich zum Beispiel super zubereiten könnt, während das im Ofen nur backt. Ihr könnt aber auch irgendein Bärenspiegel machen. Ihr könnt es mit Sahne als Dessert servieren. Also da könnt ihr euch wirklich austoben, wie ihr wollt. Und wie gesagt, auch von den Beeren her, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Mischungen, Waldbeermischung, also Ribissel, alles. Probiert es aus. Schreibt mir auch voll gerne einen Kommentar, mit welchen Früchten ihr es ausprobiert habt, wie es euch geschmeckt hat, ob es eure Kinder genauso lieben wie meine und ob ihr es genauso liebt wie ich. Und ja, ich wünsche euch jetzt beim Nachmachen ganz viel Spaß, viel Freude. Lasst es euch schmecken und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Ciao.